Hallo, herzlich willkommen. Willkommen zur nächsten Runde. Ganz genau. Da wir immer wieder nachgefragt werden, die Roomtour kommt nach der ganzen Sache. Ungefähr 1 bis 2 Wochen ist es geplant, sodass alles dann ein bisschen nacheinander passiert, damit nicht alles so bop, bop, bop aufeinander passiert. Genau. Aber bevor wir die nächste Runde machen, losen wir wieder aus. Es gibt 301 Einträge dieses Mal, um Gottes Willen. Und es ist übrigens nochmal ganz wichtig, da ich ganz häufig danach gefragt werde, es ist egal, ob das bei euch blau ist oder nicht blau. Genau, das ist bei der Suche, wird einfach nur gesucht, was geschrieben wurde, da ist es egal, ob es markiert ist genau. oder nicht. Genau, aber deswegen schreibt es bitte nicht ein zweites Mal rein, sonst werdet ihr leider disqualifiziert, weil es wäre unfair den anderen gegenüber, wenn ihr mehrmals drin seid, dadurch verdoppelt ihr alleine schon eure Wahrscheinlichkeit beim zweiten Mal. Genau, ist nicht böse gemeint, aber es ist halt sonst einfach unfair denjenigen, die nur einmal drin stehen. Ganz genau, okay, es ist jetzt durchrotiert und... Du kannst also, fang einfach mal so in 3-4 Sekunden einfach dann irgendwann an. Okay. Stopp. Die Madeleine Seafried. Oder Fried. Oder Seafried. Ich guck mal direkt, ob sie nur einmal geschrieben hat. Ich würde eher sagen, Madeleine Seafried. Hat sie nur einmal, alles klar. Sehr gut, dann hat die Madeleine auf jeden Fall gewonnen. Also, Madeleine Seefried. Du bist damit die Nummer 5. Und nochmal dazu, wir werden das Ganze, während ich hier schon mal durchrotiere, das Ganze werden wir dann, nachdem wir alle Fancalls haben, werden wir nochmal alle 10 Gewinner erwähnen. Und dann können Sie sich ja bei uns melden wegen einem Skype-Account. Stopp. Wo bin ich denn da? Die Marlene Dirks. Ich guck noch mal ganz kurz. Huch. Ja, ich meine, mein Headset liegt nämlich gerade drauf. Oh nein. Marlene Dirks hat ja. Noch einmal. Alles klar. Sehr gut. Damit haben wir die 2 für heute. Ganz genau. Die beiden. Marlene Seefried und Marlene Dirks. Herzlichen Glückwunsch. Und natürlich können alle bei jeder Verlosung mitmachen. Also ihr dürft nicht nur bei einer mitmachen. Und wenn das alles funktioniert, diese 10 Sachen, und das alles gut vonstatten geht, ist das definitiv nicht das letzte Mal, dass wir sowas verlosen werden. Genau. Und damit geht's zum ekligen Teil. Und übrigens, ich weiß ja wohl, wie Birne schmeckt, aber der Popel hat einen birnigen Nachgeschmack hier. Ja. Heute musst du ja anfangen zu drehen, heute muss ich die erste essen. Echt? War das nicht gestern so? Nee. Doch, stimmt. Nee, gestern musstest du das... Ja, wir haben ja gestern erst die dritte Folge. Darf ich jetzt, ja? Popel oder Birne? Popel oder Birne? Ganz lang haben wir fast nur Birnen gehabt, finde ich. Das ist keine Birne. Wenn das eine Birne ist, dann ist das eine extrem gammelige Birne. Popel! Aber du hast gestern gesagt, du wusstest gar nicht, dass Popel so würzig schmeckt. Und schmeckt tatsächlich extrem würzig. Ich hab's gesagt. Als ob man einmal so gemacht hätte im Gewürzschrank und dann... Da hat jemand das Gewürzregal geschnieft und angepopelt. Rotieren Sie, Madame. Du kannst es ja auch nach vorne halten, wenn du willst. Das will ich gerade. Man sieht, was du hast, so rotierst. Faules Ei oder Popcorn. Oh, du bist so ein Arsch, ey. Das ist wirklich das Widerlichste, was man picken kann. Und das als erstes. Das heißt, mir werden jetzt alle 2 weiteren, werden für mich jetzt nach scheiß fauligem Ei schmecken. Ich hasse ja Popcorn. Ja, dann schmecken sie halt alle nach Popcorn. Ich fand das Popcorn auch nicht so toll. Ach Gott. Natürlich ist es fauliges Ei. Oh nein. Vor allem, wir haben jetzt beide schon wieder direkt am Anfang eine Niete. Schluck's runter, Fabi. Mach kurz. Ist das Popcorn? Das ist Popcorn. Okay. Der Witz ist. Ja. Der Witz ist, die haben beide diesen identischen scheiß Nachgeschmack. Wirklich beide. Der sagt Nachgeschmack, Entschuldigung, dass ich das böse Wort gesagt habe. Aber. Damit hast du einen Punkt gemacht. Du bist schon 2-1 in Führung. Aber. Das ist nämlich dieser Nachgeschmack bei beiden. Tutti Frutti oder Schokosorten.
Doch, wir haben davon tatsächlich immer noch 4 Stück. Ich muss sagen, das Popcorn ist nicht unbedingt viel besser als das faulige Ei. Das ist definitiv Tutti Frutti. Ja. Mm. Wenn man schon Popcorn isst und das Gefühl hat, man isst fauliges Ei, dann wisst ihr, wie schlecht Popcorn schmeckt. Mm. Also nicht Popcorn an sich, aber dieses Popcorn hier. Das heißt, jetzt hat jeder von uns erstmal hat er hier einen Punkt. Und du kannst jetzt an mir vorbeiziehen. Ja. Du hast... Das ist rot, das hat man noch fast gar nicht, oder? Das ist Pfirsich oder Kotze. Pfirsich oder Kotze? Du hast jetzt zweimal Kotze raus. Echt? Ja, ich habe jetzt zweimal Kotze gehabt. Das ist Pfirsich, ganz klar. Oh. Mm. Scheiße. Faules Ei oder Popcorn, Kali? Nee, es ist beides ekelhaft für mich. Ich mag beides nicht. Wenn es nicht ganz so scheiße schmeckt, ist es fauliges Ei. Wenn es richtig scheiße schmeckt, nee, andersrum. Wenn es nicht ganz so scheiße schmeckt, ist es Popcorn. Dann ist das Popcorn. Aber es schmeckt auch nicht gut, oder? Es hat auch schmeckt wie butteriges Popcorn, finde ich. Ja, das hat trotzdem diesen... Ich finde, dass die beide fast denselben Nachgeschmack haben. Es schmeckt haben wir jetzt eigentlich 3 schon? Und zwar mein drittes. Es schmeckt definitiv nicht richtig nach Popcorn, aber es kann kein faules Ei sein. Es schmeckt eher... So ein bisschen wie wenn du so, ja, als ob es halt wirklich gebuttert wäre. Naja. Gebuttert ist. Ist das nicht Butterpopcorn? Weiß ich gar nicht. Buttered Popcorn. Naja. Okay, das heißt, das ist jetzt meine letzte Runde. Und ich glaube, ich kann nicht mehr verlieren, ne? Doch, wenn du jetzt ein schlechtes hast, dann denke ich jetzt auf Unentschieden, genau. Popel oder Birne? Ach ja, das geht immer noch. Das ist das hier, ne? Ja. Popel oder Birne ist das einzige, wo beide okay sind. Blau auch. Ja. Das ist Popel. Dann müssen wir weitermachen. Ja. Ja. Boah, diese würzige Birne. Was für eine Findung, was für eine Birne pfeffern. Oh, Mann. Was machst du denn? Popelbirne. Das schmeckt, als ob du in Blumenerde beißen würdest. Das ist echt... Wisst ihr, wie Blumenerde riecht, wenn die so ganz frisch gegossen ist? Dann riecht die so... Das ist so, eklig, so schmeckt das. Ja, dann wird es auch immer schlimmer. Kotze oder Pfirsich. Ach komm, du hasst mich doch, ey. Moment. Wenn ich jetzt Pfirsich bekomme, habe ich gewonnen, oder? Ja. Das heißt, wenn ich Kotze kriege, geht es auch noch weiter. Es ist zweimal Kotze raus und einmal Pfirsich. Du hast eine höhere Chance, Pfirsich zu haben. Ich kriege trotzdem Kotze. Ja, du meinst, dass Kotze extrem übel schmeckt. Ich dachte mir direkt normal. Bin ich überhaupt nicht. Also war es Kotze? Nee. Das war Pfirsich. Ich konnte es normal kauen, das war auch echt nicht unbedingt schlimm. Ja, bei Pfirsich musst du auch schmecken. Ich glaube, das war Pfirsich, ja. Ich habe das Problem, ich glaube, der Popel hat ziemlich überdeckt. Deswegen, aber es hat jetzt nicht schlecht geschmeckt. Ja, es war Pfirsich, das riecht süßlich. Ja, dann war das Pfirsich. Gibt's ja nicht. Yes! Ich habe vielleicht zweimal Kotze, das gibt's nicht. Aber es sind 4 habe ich am liebsten. Da habe ich 3-1 für euch bis jetzt. Das heißt, ich habe schon die Gesamtwertung gewonnen. Ja. Nee, ich kann auch gleich ziehen. Wir haben noch 2. Nee. Doch. Heute ist... Wir haben heute erst die 6. gezogen. Und wir müssen noch 7., 8., 9., 10. Und wenn ich die beiden gewinne, steht es 3-3. Ja, aber wir haben am ersten Tag keinen gezogen. Das kommt dann erst in den Weekly. Weil dachte ich, ziehen wir es dann. Dass wir die Woche über 5 Folgen machen wir. Wir können auch gerne noch eine 6. Folge machen, zusätzlich dann mal Doppel-Weekly dann am Samstag. Ja. Wir müssen gucken, wie wir es machen. Wie wir zeitlich hinkommen. Ganz genau. Entweder losen wir es im Weekly aus oder wir machen noch eine Folge dann Deluxe. Aber essen wir alle restlichen auf einmal 5 Stück rein. Nein, oh Gott. Wenn ihr sehen wollt, dass wir unbedingt umkippen, dann wünscht euch das. Nein, wünscht euch das bloß nicht. Das machen wir sowieso nicht, egal ob ihr es euch wünscht oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.